gucken, ist hier sonst noch irgendwas? Ne, sieht nicht so aus. Da sind aber noch zwei schöne Kisten. Okay, grün ist glaube ich Gesundheit. Blau war Magie und das rote war nochmal Erfahrung, genau. Wir sammeln auf jeden Fall so viele Kisten wie möglich ein. Vielleicht bringt uns das ja am Ende was. Ja, Leute, aber ich würde erstmal sagen, fürs Erste beenden wir den Part hier oder machen wir noch ein bisschen weiter? Ich weiß nicht. Hm, machen wir mal weiter. Oh. Ah, fuck. Oh ja, Leute, wir machen weiter. Komm. Wir nehmen noch mal ein bisschen auf. So, komm, du Minotaurus. Echt, hier Minotaurus. Echt krass. Aber ich glaube, spielt God of War nicht auch in einer griechischen Gottheitsgeschichte irgendwie? Oder geht es hier um die römischen Gottheiten? Aber ich glaube eher um die griechischen. Boah, das habe ich... Das habe ich damals schon, als ich das erste Mal God of War gespielt habe, schon verpasst. Den Treffer kurz drücken, um gegnerischen Angriff zurückzuwerfen. L1, okay. Abgefahren! Kratzos! Was war das denn? Geil. Eieieiei. Hey Kollege! Sei mal bitte netter zu mir. Ich bin's. Der heilige Kratos. Oh, wie viel Leben hat dieses Viech eigentlich? Hallo? Also wirklich. Ja, wir haben's. Voll die Kratos-Action, Leute. Ja, okay. Das Spiel ist ja nicht umsonst ab 18. Aber es gibt ja brutalere Spiele. Okay. Warte mal. Da ist ja jemand unterm Eis gefangen. Von Ares. Den gefallenen Ares. Genau, ich erinnere mich. Ja, das ist glaube ich griechische Mythologie. So, wartet mal. Wie komme ich denn jetzt da oben hin? Okay, runterfallen kann ich schon mal nicht. Ach ja, es gibt ja auch keine Kamerasteuerung in der Hinsicht, wie man sie aus anderen Spielen kennt. Das ist natürlich immer ein bisschen dumm, finde ich. Weil so kann man nicht richtig sehen, was abgeht. Okay. Dann müssen wir erst den Hebel betätigen. Mach das mal, Kratzos. Oh, was für ein netter... Was für ein netter Fahrstuhl. Was haben wir da? Ein Speicherstand. Ja, das machen wir mal, Leute. Das speichern wir mal kurz ab. Ja. Was guckt's? Ja, erst soll ich dir helfen, jetzt soll ich mich spüten. Heilige Scheiße. Aquaman hat's ja echt voll drauf. Genau, ist das nicht Poseidon? Jetzt fällt mir gerade ein. Ist das nicht Gott Poseidon? Oh, Backe.
Okay, Leute, wir müssen uns jetzt hier wirklich voll konzentrieren. Damit wir dieses Pferdchen hier, das Seepferdchen, besiegt bekommen. Boah, wie soll man denn so schnell ausweichen? Komm schön her. Nein, 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 Kratos. Okay, Leute, wir werden auf jeden Fall gleich krepieren. Denn wie ihr seht, hat Kratos nicht mehr allzu viel Energie, um überhaupt noch einen Gegenanschlag zu bewältigen, würde ich sagen. Komm. Oh, Kratos, näher ran. Oh, immer schön auf die... Eieiei. Ja, Leute. Bereits in Part 1 haben wir den heiligen Schriftzug bekommen. Sie sind tot. Spiel beenden. Ja, wo muss ich jetzt draufklicken? Ja, Neustart. Ah ja, Neustart war richtig. Wow, Kratos, nehm dich in Acht. Ich glaube, wir werden an dieser Stelle noch etwas öfters ablösen. Wartet mal, wie ging denn nochmal dieser... Ja, genau. Den meine ich, wie ging nochmal dieser Tornado. So, du kriegst jetzt voll mit dem Tornado. Eine auf die 12. So. Ah, so viel Tornado-Kraft habe ich aber auch nicht mehr, wenn ich das so richtig sehe. Boah, kann der nicht mal... Kann er nicht mal irgendwie jetzt... Ja, gut. Okay, das ist verdammt hart. Aber jetzt haben wir eine Chance, glaube ich, Leute. Ah, scheiße, er hat uns getroffen. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wer hat denn damit jetzt gerechnet? Eieiei, komm Kratos! Ja, wo... Ja, komm! Jau! Bitte sag mir, dass es das war's. Bitte. Ja, alte Dame. Jetzt ruh dich erstmal aus. Ich würde mal sagen, das war's. Aber wir haben ihn noch nicht ganz besiegt, den Aquaman. Poseidon, genau, Poseidon. Aber Aquaman passt auch irgendwie. Ich glaube, der ist ja der Herrscher des Wassers. Keine Kisten, nix. Kommen wir da hoch? Ich glaube, ich bin bestimmt schon in irgendwelchen Kisten. Ja, Kratos, lass mal bitte los. Kratos. Wir wissen, du hast schöne Bauchmuskeln, aber das interessiert mich jetzt nicht. Kratos, du kleiner Bastard.
Okay. Oder kann ich gar nicht. Ach so. Ach, das ging gar nicht anders. Okay, was haben wir denn hier? Ihr Herz. Gaias Herz. Okay, verstanden. Wir sollen... Ah, ja, klar. Hier, das Teil muss dazwischen, okay. Aber dafür, kann man das drehen? Ah. Oh ja, man kann es drehen. Nein, du sollst natürlich nicht... Wow, hat Kratos eine Kraft. Okay, ich glaube allmählich erinnere ich mich. Ich glaube, gleich müssen wir nochmal gegen Poseidon antreten, aber ich glaube, dann ist er auch weg vom Tisch. Und ich glaube, danach fängt es dann auch da an, wo ich auch nicht mehr so viel weiß. Weil ich meine, ich habe damals das erste Kapitel bis zum Ende von Poseidon, also jetzt hier, das gespielt, glaube ich. Ja, muss ich höher oder... Ach so, springen. Ja. Ach, halten, okay. Kann jemand mal die Position tauschen? Puh. Glück gehabt, Leute. Okay. Also dieses Umhergeschnipse finde ich ja auch echt cool. Das hat irgendwas, finde ich. Ey, Jungs, ihr Gerippen. Was sind das überhaupt für Viecher? Also Menschen sind es jedenfalls keine. So. Kann ich irgendwie noch höher? Nee. Oh, ich dachte gerade schon, ich würde jetzt wirklich den Jordan sehen. Nee, jetzt, oder? Ey, glaube ich ja nicht. Kommen mir die Viecher. Sind die hier sogar bei Gaia drinnen im Körper? Okay. Ja, Leute, ich würde mal sagen, bevor wir Gaia weiter erklimmen, hier einen schönen Schädel, würde ich mal sagen, beende ich hier den Part, da ich glaube, gleich nochmal ein Kampf gegen Poseidon kommt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, das neue Let's Play und das alles hier, dann vergiss nicht, lasst einen Kommentar da oder ein Abo, kostet alles nichts. Und vergiss nicht, besucht mich auf meiner Facebook- oder Twitter-Seite, um immer auf den aktuellsten Stand der Let's Plays zu sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute.